Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ico. Das letzte Mal haben wir hier den Wasserfall gestoppt, das hat uns die ganze Folge gekostet. Aber gut, macht nichts. Letztes Mal war die Folge gefüllt mit beschissenen Jumps. Und ja, okay, wir scheinen jetzt hier weiter zu können, da wo die Steinsäulen waren. Beim letzten Mal. Oh, Scheibenkleister. Nice, komm her. Hör da. Okay. Nein, 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 nein. Lass sie los. Fuck you. Und du auch. Oh, nein. Weg mit dir. War es das? Nee, da kommt noch... Nee, das war's tatsächlich schon. Okay. Sehr gut. Okay, und jetzt lass mich doch mal raten. Das ist jetzt nicht besonders schwer, was ich hier tun muss. Halt! Ja, da! Komm her. Wir müssen jetzt nämlich hier weiter, weil du hier die Magierin bist. Oder du kannst halt diese Steine kontrollieren. Das ist mir hier gerade wichtig. Okay. Und auf in ein neues Gebiet. Das hier war relativ kompliziert, dieses Gebiet gerade. Aber ich wette, es wird nicht viel einfacher. Oh. Das schaut scheiße aus hier gerade. Und nicht scheiße im Sinne von scheiße, scheiße, sondern im Sinne von, das wird hier kompliziert. Okay, ich gehe hier erstmal nicht hin. Und wir gehen jetzt scheinbar raus aus einem Schloss und rein hier. Oh, verdammt. Okay, hier geht's weiter. Und rein hier in natürliches Terrain. Interessant. Da unten sind Wind... Also nicht Windmühlen, aber halt so... Komm hier, oder? Da unten sind halt so Geräte mit riesigen Windrädern und so. Und ich wette, da kommen wir alles nur hin und müssen irgendwelchen Scheiß machen. Nur mal so als, was ich glaube. Und dieser kleine Part hier hat irgendwie sehr was von Blight Town und dem Valley of Defilement aus Demon's Souls und Dark Souls. Nur so als... Holy shit, das war knapp. Okay. Gut, dass ich das geschafft habe. So, helfen wir dir auch nochmal hoch. Ja, nicht. Okay. Oh, das ist jedes Mal so die Sache. Ich weiß, dass wenn ich die Taste gedrückt halte, eigentlich nichts passieren soll. Aber ich habe trotzdem immer Angst, dass was passiert. Also dieses Gefühl, dass ständig irgendwas... Oh, das war gerade nicer. Lens Flare. Also das Gefühl, dass hier immer irgendwas passieren kann, haben die Entwickler sehr gut hinbekommen. Wenn das auch durch beschissene Steuerung teilweise der Fall ist, beschwere ich mich doch gerade erstmal lieber nicht, weil sonst passiert irgendwas Schlimmes. Und das hier ist gerade relativ linear, kommt mir vor. Aber solange ich linear weiterlaufen kann, laufe ich auch erstmal linear weiter. Wow. Okay. Es geht nach unten, okay. Das schaut nice aus. Und hier ist gleich wieder eine Speicherbank, alles klar. Das heißt, entweder kommt gleich irgendwas ziemlich Beschissenes, oder es hat sich hier halt einfach gut angeboten, hier eine Speicherbank hinzusetzen. Und ich würde sagen, hier eine Stunde, hier so, das brauchen wir nicht so. Inzwischen, solange ich den allerletzten Speicherstand nicht überschreibe, ist mehr oder weniger wurscht. Oder halt eine der letzten Speicherstände. Ich sollte halt immer vor einer Aufnahmesession zur Not zurückkehren können, falls die Aufnahmesession irgendwie im Arsch war. Gut. Dann lasst uns doch mal schauen. Ist das? Ich meine, das ist hier sicher irgendwas, wo wir uns beide draufstellen müssen. Oder auch nicht.
Okay. Ich hab's probiert, hat nicht funktioniert. Okay. Okay, hier ist abgeschlossen. Also hier sind halt Gitter davor. Was ist hier? Oh, die müssen wir wahrscheinlich hier runterlassen, diese Zugbrücke. Wie kommen wir da hoch? Da. Moment. Kann ich? Oh, ich kann hier hochklettern. Okay. Hatten wir schon mal, dass wir so hochklettern? Das kommt mir gerade, kam mir gerade so ein bisschen aus Uncharted so ein kleines bisschen vertraut vor, aber. Okay, was bist du jetzt hier? Oh, ich kann nicht rollen, okay. Oh, hier sind Steine im Weg. Wahrscheinlich muss ich dann hier hoch. Okay, nee, da hoch ist, glaube ich, zu hoch. Hä? Hier ist eine Leiter auf jeden Fall. Wollen wir dich doch mal ganz in die Richtung. Also entweder wir müssen da drüber, was ich nicht glaube, oder wir müssen da rechts rein, was ich eher glaube. Schauen wir doch mal. Aha. Sehr gut. Und Hebel und du machst die Zugbrücke runter, oder? Oh shit. Oh shit. Schnell runter! Oder? Hätte ich dort hinten hingebracht, oder? Bitte haut mich nur nicht hier runter. Das ist schon alles, was ich frage. Okay, solange du mich hier nicht runterhaust, ist alles okay. Ah, nein! Am Arsch. Okay, auf die andere Seite. So. Oh, da hinten! Oh, das wird sich nicht ausgehen, oder? Nein! Holy shit, okay. Das war knapp. Fuck off. Ich hasse euch. Okay. Am Arsch. War's das? Nee. War's noch nicht. Da ist noch einer. Zwei. Okay. Come and get it. Oh, er nimmt das Schwert sogar zweihändig, sobald irgendwelche Gegner in der Nähe sind. Was ist das jetzt bitte? Noch einer. Am Arsch. Vielleicht laufe ich hier einfach durch. Am Arsch. Fuck you. Ich laufe hier durch. Wobei, ja, weil ich... Es könnte wieder sein, dass es hier so ein Unendlichkeitsscheiß ist. Ich laufe einfach mal. Ist hier richtig... Wobei, du könntest der Letzte sein. Oh! Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Warum bin ich hier? Warum kann ich hier auf, einmal das Bild wechseln? Warum kann ich hier auf einmal das Bild wechseln, obwohl Yoda noch nicht in Sicherheit ist? Okay, waren das jetzt vielleicht alle? Oder wenn jetzt noch einer kommt, verpiss ich mich hier einfach. Das waren alle. Alright, okay. Ich könnte jetzt vielleicht nochmal speichern, aber... Nö, ich habe genug Vertrauen in mich selber und darin, dass halbwegs bald eine neue Speicherbank kommt, dass ich jetzt hier einfach weitermache.
ja, muss man sich einfach mal so ein bisschen selber vertrauen, dann wird man schon richtig gut enttäuscht werden. Oh, und hier waren, haben wir vorher gesehen, diese Stelle hier gerade. Ich laufe einfach mal und Ende. Einfach laufen und okay. Solange ich vorankomme, beschwere ich mich nicht darum, dass es keine Gegner gibt oder dass es gerade keine Rätsel gibt. Solange ich vorankomme, ist alles okay. Okay, und jetzt sind wir... Oh, jetzt sind wir hier oben, okay. Gut. Gehen wir doch hier entlang. Warum soll ich da unten lang gehen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es da gleich irgendwas, aber wie gesagt, erstmal hier hoch. Okay. Alright. Halt, nein, halt. So, okay, das... Okay, da muss ich da jetzt wirklich bis... Bis da ganz oben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mache hier gerade irgendwas falsch, oder? Oder? Oh, ja, okay. Mal weiter. Kann ich es nur weiter außen nehmen? Okay, das ist schon deutlich besser. Damit kann man sich anfreunden. Da mache ich das auch gerne bis da nach oben. Ich dachte gerade schon, aber gut, man muss bei solchen Sachen immer ganz außen drücken, um möglichst nicht ewig dran zu sitzen. Oh, und wir kriegen hier einen kleinen Ladebildschirm, der uns hoffentlich ganz nach oben portiert. Okay, die letzten paar Meter müssen wir scheinbar noch drücken. Aber gut, damit bin ich zufrieden. Okay, und oben. Und hier ist die nächste Speicherbank. Wunderbar. Sehr gut, dann Yoda. Komm mit und wir setzen uns hin und speichern. Und setzen uns hin und speichern zusammen, bitte. Weil alleine kann ich das gar nicht. Gut, bitte den Sitz neben mir. So. Gut. Das hier mit diesem Drückaufzug. Oder... Moment, ist das... Nee, das war jetzt nicht hier die Gondel. So, Ostarena. Ostgefleckte, ja, Ostarena, Ostgefleckte. Das ist schon eine halbe Ewigkeit her, auch wenn das erst vorletzten Part war. Aber okay. Es ist schon relativ lang her. In einem Spiel, wo ich bislang nur 4 Stunden gespielt habe, ist eine Stunde her schon ganz schön was. Okay. Oh, ich muss da links hinspringen, oder? Garantiert. So, komm, meine liebe Yoda. Reich mir die Hand. So, okay. Hochziehen, hochziehen bitte. Danke. Okay. Das schaut jetzt nicht gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gerade hier runter muss und nicht gegen dieses Ding springen, weil das wird mich töten. Und lass mich raten, ich muss jetzt den hier machen und genau, und jetzt darüber mich handeln und dann auch von der anderen Seite irgendwie diese Klappbrücke, die ja das ganz eindeutig ist, rüber halt für Yoda halt umkippen. So, damit das auch mal deutsch wird, umkippen, nicht drüber schwipsen. Oder was auch immer ich sagen wollte. Okay, fallen lassen. Und jetzt lass mich raten, hier hoch. Weiter hoch. Und nochmal hoch. Gut, und okay. Hier ist alles wieder sehr hell. Jetzt wahrscheinlich hier. Okay, er kann hier nicht drücken.
Oh, Moment, wir müssen... Oh, Moment, können wir vielleicht hier die Kette und dann halt mit Schwung? Ich weiß nicht, ob das eine Gameplay-Mechanik ist. Es wäre jetzt logisch. Und ich hoffe, der... Moment. Okay. Ja, Moment. Ich probiere mal was. Holy shit, der Kamerawechsel! Okay, der hat mich gerade so ein bisschen... Hat mir gerade so ein bisschen... das Wasser in die Hose getrieben, kann man mal sagen. Da habe ich jetzt mir irgendwie gerade gedacht, oh nee, das wird es nicht gut werden. Okay. Ja, das schaut doch gut aus, oder? Gut. Ich möchte halt nicht drüber springen, ist die Sache. Und dann mache ich das so und hopp. Und hopp. Blöd, wenn jetzt Schatten da drüben auftauchen, ist nicht gut. Hat das Sequenzbildschirm? Bitte? Danke. Okay. Alles klar. So habe ich mir das vorgestellt. Die Animation wäre in einem modernen Spiel gerade vielleicht so ein bisschen flüssiger gewesen, aber ich will nichts sagen. Kommst du vielleicht? Oh, okay, okay. Alright, alles klar. Sehr gut, das macht sie alleine. Bin ich vollkommen mit zufrieden. Gut, und jetzt hier weiter. Das sieht schon aus, als würde da gleich ein Schattenloch kommen. Kann ich hier durch? Ja, und sie auch. Sehr gut. Warum ist hier draußen bitte eine Fackel? Hier ist es taghell. Aber gut, vielleicht für Nacht. Also für, wenn es Nacht ist. Ja. So, okay, warum hat das gerade nicht so ganz funktioniert? Keine Ahnung. Ja, oder reich mir deine Hand und wir gehen hier rein. Oh, hier sind wieder Stäbe. Oh, und das sind Bomben. Okay. Und dann... Moment, Sekunde. Kann ich die Bombe und... wie kann ich Bomben nochmal tragen? Nee. Nee. Bombe aufheben. So, okay. Ich habe mich nur ein bisschen beschissen hingestellt. So, dann habe ich jetzt eine Idee. Und zwar, ich muss die Bombe wahrscheinlich anzünden und irgendwo hinbringen. Oder hingeben. Kann ich vielleicht den Turm da umschmeißen oder ich... Ich werde erstmal den hier probieren. Einmal den Weg, wo wir hergekommen sind, vielleicht zerstören. Dass der vielleicht uns den Weg nach unten frei macht, weil er dann vielleicht so zusammenbricht und dann wir irgendwie da runtersliden können, auch wenn das... Wo ist eigentlich da unten? Waren wir da schon? Ich glaube irgendwie nicht. Okay, nee. Das hat so nicht funktioniert. Jetzt dann probieren wir meine zweite, weniger wahrscheinliche Vermutung aus. Ja, nimm Bombe. Danke. Gut, dass hier ein paar Bomben sind und nicht nur eine. Sonst wäre ich gerade schon ein bisschen plemplem. Okay, kann man... Wie kann man Bomben nochmal werfen? Okay, so. Gut, dann probieren wir Folgendes. Und jetzt funktionier bitte. Funktionier bitte. Okay, nein, das ist mir zu riskant. Ja, nee. Das war gerade ein bisschen riskant. Okay, ich möchte jetzt hier nicht alle Bomben absetzen, deswegen warte ich, bis das ausgeraucht ist. Okay, also entweder meine Idee... Aber man... Gut, so werft man. Habe ich die da gerade durch das Fenster durchgeschmissen? Okay. Aber man kann sie doch einfach... Man muss quasi auf der draufstehen. Ich war gerade vielleicht nicht nah genug bei der Bombe. Okay. Funktionier jetzt, bitte.
Hä? Ja, das war richtig, oder? Nice! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Alles klar. Dann würde ich sagen, nehme ich mal wieder Yorda mit. Eine Bombe werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Von daher nehme ich auch das Schwert gleich wieder mit. Genau. So, meine beiden wichtigsten Besitzgüter im Moment. Außer meinen geilen Hörner natürlich am Kopf. Sind jetzt natürlich mein Schwert und Yoda, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, vielleicht eher andersrum. Ja. Komm schon! Wir befinden uns übrigens immer noch auf dem Weg zum Westblock und nicht Westblock. Sonst wären wir schon im Ostblock gewesen. Aber nee, halt nach Westen zu dem anderen Reflektor, zu dem Westreflektor. Wir müssen Yoda da irgendwie rüber bekommen. Ich werde hier erstmal schauen, dass ich hier hochkrabbel. Und jetzt weiß ich mal wieder nicht, wie lang die Folge schon ist, weil, ja. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie lang die Folge ist, wegen diversen Gründen. Okay. Okay, ich weiß nicht, wo ich die Kiste dahin bringen soll. Von daher werde ich die da erstmal stehen lassen. Gut, dass ich hier wieder hochkam, kommt zur Not. Ja, da muss hierher. Oh, ich glaube, ich weiß gerade, wo ich die Kiste hinbringen muss. Und zwar, ich muss die hier hoch herschupfen, damit ich da hochkomme. Okay, alles klar. Nee, ich hätte es mir denken können, weil die so ganz an der einen Ecke stand und man sie nur quasi kitzeln muss, um sie runterzuhauen. So, alles klar. Und jetzt hier rüber und das ist hoch genug. Ah. Hä, willst du hier hoch? Bitte, danke. Okay. So, alles klar. Ich dachte schon, das geht gerade nicht, aber gut. Zu der Kette kommen wir nicht. Dann ziehen wir einfach mal den Hebel. Und? Okay. Okay, hier kommen wir... Okay, oh, okay. Ich hab eine Idee. Aber vielleicht ist es nicht die Idee, die halt hier zu zielführend ist. Aber es ist immerhin eine Idee. Hier bei diesen ganzen Gerüsten herumzuturnen, ist echt heftig. Übrigens, macht mir so ein bisschen Höhenangst. Okay, das hat funktioniert, sehr gut. Das wird zu... Das könnte... Okay. Hat funktioniert, alles klar. Und hier ist mal wieder eine Vorrichtung zum Drehen. Alles klar. Wie schon letzte Folge bei der Windmühle. Oder war das eine Windmühle? Nee, es war ein Wasserrad. Wasserfall. Wasserrad. Windmühle haben wir schon vor Ewigkeit abgeschlossen. Oh, und jetzt kommen wir so auch rüber. Alles klar. Hui! Ich dachte schon, wenn ich jetzt hier verscheißen würde, wäre das irgendwie uncool. Hä? Hä? Okay, alles klar. Das wäre hier bitter gewesen, wenn ich hier jetzt verreckt wäre. Alles klar. Das war geplant. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht hier runterfalle. Aber gut, dann... Sprung 1! Hey! Okay, das ist bei weitem nicht so weit, wie es ausschaut. Oh nein! Nein, hier sind Viecher. Okay. Damit habe ich gerade nicht so ganz gerechnet, dass jetzt hier Viecher kommen. Okay, wir prügeln. Wir prügeln dich. Halt! Ich wollte gerade sagen, ich will dich eigentlich schon prügeln, wenn du aus dem Loch da rauskommst. Okay, das war's schon, okay. Noch irgendwo eins? Noch irgendwo Monster? Nicht? Okay. Das ist, glaube ich, gerade einer dieser Fälle gewesen, wo ich nicht so ganz...
Komm her. Genau. Du kriegst es alleine hin, Jorda. Finde ich gut. Starke, unabhängige Frauen, die herumspringen können. Das ergibt jetzt nicht so allzu viel Sinn, aber okay. Man muss übrigens immer Ota, oder was der immer auch sagt, machen, bis die halt tatsächlich gesprungen ist, glaube ich. So. So, und jetzt komm her und öffne. Komm her und öffne hier dieses Steinding. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, war es das gleich mit diesem Part, beziehungsweise... Oh, wir sind jetzt... Sind wir jetzt hier schon bei... keine Ahnung. Sind wir jetzt hier? Ich glaube, wir sind jetzt hier schon bei dem, bei quasi dem Ostding. Dem Ostding. Nein, dem Westding, wenn dann schon. Und nicht Westding, sondern dem Westreflektor. Hoffe ich. Vielleicht. Okay. Einfach mal annehmen und dann schauen wir mal, je nachdem, nach dem Schwarzbildschirm, bitte. Das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Danke. Jo, sind wir. Genau, weil... Da oben ist wahrscheinlich wieder zu und wir müssen den Reflektor betätigen, um hier aufzumachen und da das... Ja, und ich würde sagen, Richtung Ostreflektor. Oh, du läufst schon voraus, okay. Macht nichts, dann würde ich sagen, hier, nicht Ostreflektor, den Westreflektor. Hier sieht man übrigens, wie geil das ausschaut im Osten. Gut, man sieht nicht allzu viel, weil es sehr hell ist, aber okay. Auf jeden Fall Richtung Westreflektor machen wir uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Ico. Und bis dahin sage ich, ich kann die Kamera hier nicht ruhig halten. So, jetzt bis zum nächsten Mal bei Ico. Bis dahin sage ich, tschüss Leute.